Kafarnaum von Nadine Labaki. Größer kann der Vorwurf nicht sein. Ich will meine Eltern verklagen. Der 12-jährige Sain bringt seine Eltern vor Gericht. Er verklagt sie dafür, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben. Der libanesischen Regisseurin ist mit einem weltweiten 60-Millionen-Dollar-Einspiel der größte kommerzielle Wurf gelungen, den die arabische Welt je hervorgebracht hat. Offenbar, weil sie so dringlich von den Wunden der heutigen Zeit spricht. Denn auch wenn das elterliche Versagen hier brutal ist, es steht stellvertretend für das Versagen des Humanismus selbst. Die Familie lebt rechtlos in Beirut. Ohne Papiere ist sie weniger wert als manche Tiere, nicht existent. Die Fluchtbewegungen der Welt, zeigt uns Labaki, führen zu moderner Sklaverei. Labaki hat ein Flüchtlingskind für die Hauptrolle gecastet. Ihr Mann verpfändete für den Film das Haus. Entstanden ist gegen alle Widrigkeiten eines der kraftvollsten Dramen der letzten Jahre. Kafarnaum. Jetzt auf Arte.